Der SummerSlam dieses Jahr soll wie letztes Jahr ganze 4 Stunden lang gehen und wird daher schon um 1 Uhr nachts deutscher Zeit beginnen. Die WWE-Offiziellen sind zurzeit auf 2 Superstars im Roster fokussiert. Diese sind Roman Reigns und John Cena, die beide als größte Stars im Roster angesehen werden und deshalb so gut wie möglich eingesetzt werden sollen. Beide sollen viel Aufmerksamkeit und bestmögliche Fehden bekommen. Vor dem Roster-Split sollen noch einige NXT-Call-Ups vonstatten gehen. So sollen bis zum 18. Juli nach und nach American Alpha, Finn Balor, Samoa Joe und weitere ins Main-Roster aufsteigen. Allerdings soll Shinsuke Nakamura gegen die Erwartungen vorerst noch bei NXT bleiben und einen NXT-Titel-Run bekommen. Es wird erwartet, dass WWE den alten WCW Pay-Per-View Clash of the Champions wiederbelebt und ihn in kommenden Monaten wieder stattfinden lässt bzw. auch in WWE Games vermarktet. In der aktuellen Episode This Week in WWE wurde versehentlich die unbearbeitete Money in the Bank Ladder Match Grafik eingeblendet. Hier ist Kalisto als 7. Teilnehmer zu sehen. Es war also geplant, Kalisto ins Money in the Bank Ladder Match zu stellen. Die Pläne änderten sich allerdings. WWE wird in letzter Zeit immer mehr bewusst, dass sie wegen dem Roster-Split auch mehr Star-Power benötigen, beziehungsweise genügend Stars brauchen, um die Lücken in den Kadern zu füllen. WWE soll Kurt Angle, Jeff Hardy, Rey Mysterio, Bill Goldberg, John Morrison, Shelton Benjamin, Kalisto, JTG, Shad Gaspard, Stevie Richards, MVP, Chris Masters und Mr. Kennedy kontaktiert haben. Randy Orton hat nun offiziell die WWE-Ringfreigabe bekommen nach seiner Verletzungspause und kann somit jederzeit in den Ring zurückkehren. Zum SummerSlam wird Orton vermutlich wieder ein Match bestreiten.